Moin Moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch für unseren YouTube-Kanal der Modbox ja nahezu fast die letzten Factsheets vor. Und heute geht es wieder um Traktoren, Fahrzeuge und sämtliche Geräte, also Fahrzeug-Factsheets. Giants hat uns diesmal, ich glaube, vier Ausschnitte aus dem Spiel gezeigt mit Fahrzeugen und auch die passende Beschreibung, die wir im Nachhinein ganz normal in Ruhe durchgehen, wie gewohnt. Fangen wir erstmal hier an, sehen wir natürlich den John Deere, den 8R, mit einem Bodenwalzer. Ne, im Hintergrund die Gebäude wieder, schauen wir mal weiter. Ne, also es ist, glaube ich, diesmal ein bisschen in Anführungszeichen sehr John Deere-lastig, aber was noch nicht schlecht ist. Hier sehen wir einen John Deere Drescher, den X9 1100 mit dem passenden Schneidwerk. Wir kriegen gleich dazu noch die Factsheets, also die eigentlichen Daten, ne, also machen wir auch noch in Ruhe. Hier sehen wir ihn bei der Maisernte, würde ich sagen. Jetzt sieht man mal so ein bisschen, ja, das Design ist, sieht schon richtig gut aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. So, jetzt kriegen wir noch mal ein Silo präsentiert, plus was neu ist, dass man überlädt mit einem Förderband. Nicht wie sonst immer mit einem Ausgangssilo, dass man runterfährt und überlädt. Sondern dass es jetzt hier über ein Förderband gemacht wird. Finde ich sehr cool, gefällt mir sehr gut. Passt auch jetzt gut hier gerade mit den. Also die amerikanische Umgebung hier mit dem amerikanischen Trailer und so, finde ich sehr, sehr gut. Also gefällt mir wirklich gut. Müssen wir mal sehen, wie wir das dann auch für uns für die europäischen Maps interessant wird. Ja, hier sehen wir jetzt dann einen, ich würde sagen, John Deere versteckt mit einem Güllefass und einem Schleppschlauch. Und das war es eigentlich auch schon an den eigentlichen Bildern. Jetzt schließe ich das Ganze mal und jetzt gehen wir mal einen eigentlichen Factsheets einmal durch. Wie gesagt, auf dem Bild, wie schon gesehen, ist der John Deere, die 8R-Serie, ist natürlich ein Traktor, kostet im Grundpreis 285.000. Der Motor kann quasi von 326 bis 485 PS quasi konfiguriert werden, hat ein variables PowerShift-Getriebe, 727 Liter Diesel bzw. 37 Liter AdBlue, kann auf der Straße maximal 50 km/h fahren und hat ein Eigengewicht von 16,1 Tonnen. Dieser John Deere zieht gerade eine Scheibenegge und eine Walze, ne, eine Bodenwalze von Dalbo. Mega Roll 2430, ist halt eine Bodenwalze, kostet 140.500, ist schon recht teuer. Benötigt 350 PS, hat ein Eigengewicht von 24,7 Tonnen und eine Arbeitsbreite von 24,3 Meter, das erklärt also den Preis. Und kann mit 12 km/h betrieben werden, also eine maximale Arbeitsgeschwindigkeit von 12 km/h. Ja, gehen wir mal einen weiter. Hier sehen wir jetzt den John Deere, den Drescher. Das ist der X9 1100. Ist natürlich ein Drescher, kostet 55.000 Anschaffung. Hat 690 PS, hat ein variables Getriebe. ProDrive XL sagt mit so direkt nichts. Hat 1250 Liter Tankvolumen, 83 Liter AdBlue. Hat auf der Straße eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h, ein Bunkervermögen, also sprich der Korntank von 16.200 Liter, was schon recht viel ist. Hat ein Eigengewicht von 19 Tonnen und ihr seht halt die Fruchtsorten, die ihr halt dreschen kann. Da hat sich nicht viel geändert, da ist jetzt nichts außer halt die neue Fruchtsorte dazugekommen. Ja, vorne vor ist natürlich ein Schneidwerk, das C16F. Ne, Schneidwerk ist halt jetzt für Mais und Maisgebiss quasi, kostet 127.000 in Anschaffung, hat ein Eigengewicht von 5 Tonnen, 12 Meter Arbeitsbreite und kann mit maximal 10 km/h betrieben werden, also maximale Arbeitsgeschwindigkeit sind 10 km/h und ist natürlich für Sonnenblumen und für Mais gedacht. Ja, jetzt gehen wir rüber, hier einmal das Meridian Silo, kostet 72.000, hat ein Fassungsvermögen von 89.000 Liter. Und davor steht das Meridian TL1239, das ist natürlich ein Überlader, also sprich ein Förderband, kostet 14.500 in Anschaffung, hat 5 PS, wiegt 700, also nicht mal eine Tonne, 789 Kilo, hat eine, also eine eigene Leistungsgeschwindigkeit von 5 km/h, kennt man ja bei Förderbändern ja auch. Ja, gehen wir zum letzten Bild, zum letzten Factsheet. Das ist ein Güllefass von der Firma Finhuis, Premium Integral 20.000, ist ein Gülletanker, kostet 120.000 Anschaffung, benötigt 220 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 16 km/h, fast 20 Kubik Gülle, hat ein Eigengewicht von 9,7 Tonnen und kann halt mit Gülle und mit
DRS halt betrieben werden. Dahinter ist der Gülle Schleppschlauch, der Multiprofi 2115 ist ein Schleppschlauch für Gülle oder Gärreste, kostet 69.500 in Anschaffung, hat ein Eigengewicht von 3 Tonnen, eine Arbeitsbreite von 21 Meter und kann mit 16 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit betrieben werden. Ja, das sind eigentlich so die Factsheets, die wir bis jetzt bekommen haben von Giants. Es sind nicht mehr viele, weil ihr wisst selber, es geht bald los. Dann können wir alle das Spiel selber testen und nutzen und ja, ich freue mich schon sehr drauf, ich hoffe ihr auch. In dem Sinne, schreibt mal in die Kommentare. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Mudbox. Ciao.